22.500 Mitglieder, 226 Ortsgruppen. Die Landjugend Oberösterreich ist die größte Jugendorganisation im ländlichen Raum und auch eine der aktivsten. Die Landjugend ist ein Verein, die machen Freizeitprogramm, sage ich mal, einerseits im Sinne von Veranstaltungen, im Sinne von Feste, Veranstaltungen im Sinne von landwirtschaftliche Bewerbe mit Pflügen, mit Sensenmähen und so weiter. Sie machen aber auch Bildung. Sie machen Rhetorikkurse, sie beschäftigen sich auch mit Brauchtum und Tradition. Ich sage jetzt mal Maibaum aufstellen oder Erntekrone binden, Erntedankfest und so weiter. Die Landjugend steht auf jeden Fall für Zusammenhalt und ein richtig cooles Gemeinschaftsgefühl. Und ich glaube, das sieht man heute, weil wir alle aus Oberösterreich einfach zusammenkommen und gemeinsam feiern. Und das haben die Mitglieder bei der langen Nacht der Landjugend in Ried im Innkreis gemacht. Einige haben in einer Ortsgruppe gestartet und sind jetzt in der Politik. Ich war selber in der Landjugend auch sehr aktiv. Ich habe auch teilnehmen dürfen bei Bewerbe. Die Landjugend ist eine Organisation, die zusammenschweißt, wo man fürs Leben lernt und wo man viel fürs Berufsleben dann auch mitnehmen kann. Mitgenommen haben auch sie sich etwas. Die Bezirksgruppe Vöcklabruck hat den Landjugendkreisel bekommen für das Projekt Vöcklarando. Bei uns haben alle 18 Ortsgruppen vom Bezirk Produkte mit einem Direktvermarkter hergestellt oder selber gemacht. Wir haben da einen Verkaufsanhänger umgebaut und haben dann diese 18 Produkte in jeder Ortsgruppe verkauft. Und der Erlös von dem ganzen Projekt ist an die Kinderkrebshilfe Oberösterreich gegangen und das waren in Summe dann 5.000 Euro, was wir gespendet haben. Auch die aktivste Ortsgruppe ist bei der Langen Nacht ausgezeichnet worden. Zum zweiten Mal in Folge haben sich die Gunskirchner diesen Titel geschnappt. Denn sie gestalten ihren Ort mit. Wenn man was in der Gemeinde nicht passt, nicht nur protestieren oder sich aufregen, sondern aktiv daran zu arbeiten und etwas zu ändern. Die Landjugend steht für aktive Vereinsarbeit, Gestaltung vom ländlichen Raum, Gestaltung von den Gemeinden, miteinander etwas erleben. Und Brauchtum erhalten, denn Sensenmähen oder Maibaum aufstellen hat auch wegen der Landjugend schon lange nichts Verstaubtes mehr.